Hallihallo, hier ist mal wieder Kurasu. Wie ihr seht, wir sind zurück in der Hölle, in der Mall, in der Zombie-Apokalypse, in, ja, wie auch immer wir es nennen wollen. So, hinter mir, glaube ich, gibt es noch welche, aber ich ignoriere sie mal. Störung ist hier irgendwie ein bisschen hackelig manchmal. Hammer? Nö, wenn was besser ist, ein Hammer. So, dich. Bunker sichern. Okay. Das ist eine Zusatzquest anscheinend. Moment. Soll hier sowas wie ein Bunker sein? Finde ich nicht. Was ist hiermit irgendwie? Okay, schon irgendwas übelst. Klingt aber seltsam. In der Tat, das tat's. So, warte mal. Was haben wir da noch? Ach komm, wir lassen so wie es ist. Ich glaube, die Waffe geht bald mal kaputt. Okay. Okay, der Virus verbreitet sich aber schnell. Die Wände leuchten ja unbedingt so gut. Okay, scheint ein neuer Art von Zombie zu sein oder so. So ein bisschen wildere. Ja, scheint so, okay. Naja. Neuer Charakter, Freshies, okay. Der fällt jetzt mal vor mir hin, okay. Ja, eben. Hat sich schnell verwandelt. Was sagt Silber? Das war ungewöhnlich. Freshies. War irgendwas Neues. Okay. Hi. Ich hoffe, du bleibst tot. Notbunker. Säure Notbunker, um Händler freizuschalten und Überlebende, denen du begegnest, einen sicheren Zugang zu bieten. Okay. Händler bieten Waren, Kombikarten, Die meisten Bunker sind in dem Megaplex verbunden. Säure die Bunker und du findest einen Megaplex-Zugang im Keller vor. Okay. Die Freshies töten. Wo sind sie denn? Wahrscheinlich unten. Jetzt klingt es danach. Jo, wow. Da rennt der erste Mal mir vorbei. Die fallen aber auch ständig hin irgendwie, ne? Zack. Nicht hinfällt, ist irgendwie doof. Treffe ich die nicht? Oh Gott. Okay, mal Notfallbunker geschafft. Neues Level. Kleidungshändler, Waffenhändler. Okay, Fahrzeughändler. Fahrzeughändler. Nahrungshändler. Okay. Ne, den Stuhl müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Haben wir überhaupt noch was zu essen? Ich glaube nicht, ne? Ja, genau, jetzt haben wir was zu essen gehabt und das direkt weg. Ohne Vorräte losgehen. Was ist das da? Leuchtpistole. Hier können wir da öffnen. Schauen wir mal. Muss man echt viel durchsuchen, ne? Okay, Geld anscheinend. Ich frage mich, ob das viel Geld ist, was ich habe oder nicht. Das ist noch für mich schwer einzuschätzen. Scheint es weiterzugehen. Ort der Händler. Oh, was? Habt ihr sie alle erledigt? Bist du schon lange hier? Ist dir eine Reporterin namens Vic begegnet? Ja. Sie hat sich eine Weile in diesem Raum versteckt und ein paar Sachen hier gelassen. Hier, sie selbst. Und danke nochmal, Kumpel. Ich hatte hier alles im Griff, bis jemand die Vordertür offen gelassen hat. Komm einfach vorbei, wenn du was brauchst. Okay. Was an der Wand ist, Vicks Handschrift. Hier muss es sein. Okay.
Okay. Was da? Vikshu was here, but now she's not. Ist nicht wahr. Tragbarstierung, was ist das denn? Computer? Brauche ihr Passwort. Okay. Erkältungsmittel, Ersthilfemittel, nehmen wir alles mit zum Heilen. Okay. Defibrillator. Was liegt dort? Sicherheitsschlüssel. Das können wir bestimmt gebrauchen. Zombies. Okay. Wie kriege ich ihr Passwort? Okay, sie war wahrscheinlich nicht nur in dem Raum. Behaupte ich mal jetzt ganz frech. Ach nee, Recherche abgebrochen. Oh, okay. Ich könnte weiter recherchieren. Oh, warte. Vielleicht. Hier. Hinweise entdecken wieder, ne? Guck mal. Alternative Sichtmodus aktivieren. Ah, ja. Zack. Da, schau her. Jo. Wo ist ein Hinweis? Ist das der Hinweis? Alternative Sichtmodus? Aha. Mist. Okay. Ist seit Wochen nicht hier gewesen. Alternative Sichtmodus? Oh. Nee, ich muss reinzoomen. Outbreak Staying Address. Kein gutes Foto. Achso, ich muss das Ganze. Okay, ich dachte, ich muss nur. Okay. Sorry. So. So, jetzt haben wir ein Passwort. Das ist Militärtechnik. Damit hat Vic wohl ihre Berichte hochgeladen. Ja, aber woher hat Vic die Sachen? So, hier ist ein Kritiker, klingt irgendwie nach dem Ding hier. Ja. Hä? Achso, Moment. So. Tschüss. Also, der Ausbruch begann am Mall-Eingang. Und Connor sagte, dieser private Wachdienst bewachte den Eingang. Ich schaue es mir mal selbst an. Okay. Wer? Du? Nee. Da hinten. Ah, Autohändler, okay. Hab dich reden hören. Wenn du zum Vordereingang willst, dann nimm besser das Parkhaus in Richtung Medieval Town. Alle anderen Wege hat das Militär dicht gemacht. Oh, okay. Allerdings haben sich die Idioten mit den Gasmasken in der Medieval Town verschanzt. Mach dich also auf einen Kampf gefasst. Vorräte sind wichtig. Ah. Okay. Okay, Händler. Händler sind gerettete Personen, also Überlebende, die Waren anbieten. Das ist Baupläne und mehr. Je mehr Überlebende du rettest, desto mehr Gegenstände stehen im Notfallbunker zur Verfügung. Rette so viel du kannst. Okay. Überlebende verkaufen Waren und Schrott, also immer einsammeln, so um der Bunker Verfügung rette. Okay. Überlebende verkaufen Waren gegen Schrott, achso, ja, okay. Eine Karte kaufen. Ich soll eine Karte kaufen. Okay. Ah, okay. Karte ist Megaplex. Ja. Sind nicht mehr viele da. Karte ist Megaplex Zeitung. Karte von Megaplex. Wikis Upload. Okay. Achso, warte mal, zeigt die Position aller Baupläne. Achso, okay, verstehe. Das ist interessant. Pass auf dich auf. Moment. Ernsthaft, ich habe jetzt alle Baupläne eingezeichnet. Cool. Das ist ja mega praktisch. So, hier haben wir was für Baupläne wir haben. Fernkampf hatten wir noch eine, genau. Aber was jetzt wichtiger ist, nee. Nee. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Nee, da. Oh ja, Level Up. Hihi. Prügeln hat man letztens verbessert. Wir haben noch 3 Punkte zum Verteilen. Schauen wir mal, was das denn hier. Verbesserte kritische Treffer, Nahkampf.
Verbessert kritische Treffer, Schlagwaffen. Achso. Oh, muss mit mehr oder weniger was entscheiden. Schlagwaffen, Klingenwaffen, Elementarwaffen, Eis, Säure, Feuer. Oh, okay. Oh, ist die Kampfstärke. Ich denke, so ganz waffenlos werden wir hier nicht kämpfen, ne? Was haben wir momentan eigentlich? Diese Schlagwaffen eigentlich. Ja. Heilbarkeit, das ist wichtig. Dann gehen wir mal eine Sache da auf jeden Fall aus. Ne? So, hier können wir zurück. Standhaftigkeit wollte ich dann. So, das ist mehr Gesundheit generell. Mehr Ausdauer, Verbesserung der Reaktion beim Ausweichen. Bessere Heilungsrate beim Essen. Das wird wirklich einfach nur mal Gesundheit. Das wird wirklich einfach nur die Ausdauer. Was war da? Ausdauer? Für nicht mehr, dass es durch Reaktion verbraucht. Okay. So, es teilt sich irgendwann hier auf. Ah, okay. Na, ein bisschen mehr Leben. Können wir, denke ich, mal gebrauchen. Nehmen wir mit. Schießen nur mal weniger. Überleben. Voraussetzung? Oh, ich habe keine Punkte mehr. Oh. Habe ich irgendwo zwei verbraucht? Ach ja, da. Stimmt. Oh, ups. Hier, ich hätte direkt zwei reingepumpt. Ja, okay. Mein Fehler. So, zurück ist hier. So. So. Ausbruch verfolgen. Ja, ja, ja. Ich habe meine Quellen. Okay. Noch weiter runter. Ja gut, das lassen wir jetzt erstmal. Die Machete. Was haben wir denn noch so an? Gegen die Gitarre, glaube ich, können wir das tauschen. Das ist auch nicht unbedingt das Beste, aber irgendwas. Ein Beil. Hab ein paar nette Sachen im Angebot. Ja, zeig mal. Ein Plümpel. Na nee, gut. Stachelkeule. Oh, das gibt wieder richtig schöne Sachen, hier sehe ich gerade. Permanente Upgrades. Achso, so wechsle ich rüber. Was sind das? Plümpelköder. Okay. Ah, okay. Ich kann mir direkt Kombi-Nahkampf suchen. Warte, was war das eben? Ach du meine Güte, was es hier nicht alles gibt. Dinosaurier. Na, okay. Ein Laserschwert. Cool. Okay, wir haben eh nicht so viel Geld, glaube ich. Lass dich nicht auffressen. Ich versuch's. So. Hallo. Wir sind schon unter Zombies. Okay. Huch. Das sieht nicht so gut aus. Zack. Das Thema sieht nicht so gut aus. Für wen, ha? Für die, würde ich sagen. Kleines Miststück. Töte 10 Freshies, was immer Freshies sind. Also die Dinger, aber ich meine jetzt. Ne? Und so. Ne. Das lag was auf dem Boden. Tut's nicht. Okay. Oh, die Propangasflasche hätte ich nutzen können im Kampf. Ich probiere mal was anderes. Ich wollte die jetzt schon länger mal ausprobieren, die Waffe. Ist gerade jetzt auf das passiert, was ich gesehen habe. Diese Waffe ist interessant. Lol. Also, die haben sich schon witzige Waffen wieder einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber diese Waffe lässt den Zombies den Kopf wegfressen. Warte, gehen wir mal ein bisschen näher ran, dann sieht man es vielleicht da so.
Huch. Warte, machen wir jetzt bei dir. Du bist schön nah. Da frisst dich durch den Hals. Okay, sah jetzt von Ferne aus wie Kopf. Frisst dich da erstmal durch den Hals. Und killt die so. Okay, da ist jetzt ein Bauch drin und tötet ihn. Okay. Fummelt sich halt irgendwo rein beim Gegner und tötet. Das springt dann nur umher, der Fisch. Ich habe nicht mehr viel Schuss, aber ich tu mir jetzt Gag selber das einfach hier mal durchschießen. Der letzte. Lol. Damit erreiche ich jetzt auch nochmal ein Level up. Ist klar. Geil. Wieder ein Fertigkeitspunkt. Oh, da ist noch einer. Na. Wo willst du denn schlagen? Ich wollte schon schießen sagen. So. Burn, baby, burn. Huch. Oh, der hat es ein bisschen zerfetzt. Warte mal, kann ich das Auto so kaputt machen, dass es explodiert und die Zombies mitnimmt? Scheinbar nicht. Okay. Ja klar, ich hau das Auto mal eben weg mit meiner... Jo. Das ist jetzt ein bisschen unrealistisch, Jungs, aber gut, macht mal. Ja, da kann man auch suchen bei den Autos, okay. Okay, ein Spitzhack, ein Erste-Hilfe-Koffer. Ja, was man hier nicht alles findet. Was man alles durchsuchen kann. Neue Charakter, freundlich gesinnte Überlebende. Haben wir doch schon länger jetzt, oder nicht? Ja, neuer Charakter. Egal. Doch. Ich habe die Autos mit. Ups, da ist ja noch einer. Zack, zack. So, dürfte ich bitte kurz hier mal, genau, das Ding brauchen wir nicht, aber das sieht sehr interessant aus. Du, du, du. Okay. Lol. Den haben wir erstmal seine Hand abgehackt. Okay. Also Kinder, niemals mit Rasenmähern spielen, das könnte euch eine Hand kosten. Naja, oder dem Zombie, je nachdem. So, okay. Eigentlich sind, denke ich mal, hier auch noch alles ein bisschen zu erkunden, aber... Da ist auch einer. Ja, den haben wir erstmal mitten ins Gesicht durch, quer durch den Raum befördert. Feuerlöscher? Ne, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wow. Das hätte mir auch vorher jemand sagen können. Aber halb so wild. Wir kommen schon durch. So. Hinter der Tür ist auch noch einer. Oh, das ist noch jede Menge. Kein Problem. Na, ich würde schon sagen, nicht zu lange warten, durchhacken. So. Oh, kennt ihr diese endlos langen Rolltreppen in Russland? Die können da sogar rüberhoppeln. Oh, oh, oh. Sag ich, ich bin auf der Seite in Sicherheit, nur weil ich jetzt alles hier weg habe. Dann krabbeln die einfach drüber. Jetzt sind mir welche. Okay. Dann zerbern wir jetzt auch noch die andere Seite ein bisschen. Wenn die da rüber hoppeln. Wir müssen auch nicht was zerbern. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ah, okay. So. Hoppa, hoppa. Unten finde ich schön die Anzeige, wie viele wir schon getötet haben. Ich würde sagen, wir lassen jetzt schon die Wetten starten. Ihr dürft in die Kommentare schreiben, wie viele Zombies glaubt ihr... Ups, was ist denn jetzt los? Fragezeichen? Irgendwie bin ich zum Glück gekommen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Das sieht man bei dem Spiel irgendwie ständig, aber ich weiß nicht warum. Also ich finde den Grund nicht. Naja, gut. Ist jetzt so... Oh, wir haben ja noch einen Rasenmäher für dich. So, was wir auch mal machen müssten... Erstmal uns heilen. Und mein Foto davon schießen. So, warte mal. Das müsste ja Punkte geben hier. S-Rang Brutalität. Oh, nett! Oh, nett, sagt er. Alles klar. Tja. Sogar eine Errungenschaft. Eieieiei. Mensch. Haben wir mal eben eine Errungenschaft damit. Hallo. Wow. Haben wir ihn wirklich in der Mitte durchgetrennt gerade?
ich höre irgendwie was. Elektroschocker. Warum jetzt nicht unbedingt? Frank, ich habe da was, was dich interessieren könnte. Wing Chu hat Obscurus Terminals genutzt, um den Kommunikationsausfall zu umgehen. Ja, das habe ich wohl gesehen. Sie hat denen so eine Art Berichte hochgeladen. Ich habe den ersten gefunden. Ich spiele ihn dir vor. Ah, okay. Okay, Big Chu, Tag 1. Willamette ist verloren. Ausgewachsener Ausbruch. Die Horde ist überall. Tausende, vielleicht Zehntausende Tote. Diese paramilitärischen Arschlöcher sind nur ein Teil des Puzzles. Die Regierung steckt dahinter. Und wenn ich das beweise, wenn ich die Strippenzieher entlarve. Also, vielleicht kann ich selbst einen tollen Hecht wie Frank West davon überzeugen, dass Journalismus mehr ist als schnelle Kohle. Der ist einen Monat alt. Scheiße, die ist mir weit voraus. Ich versuche noch welche zu finden. Such du in der Zeit nach diesen Terminals. Park out. Okay. So, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen kleinen Aufnahmestopp. Pop, ab ins Menü, diesmal mit Absicht sogar. Ich weiß auch nicht, irgendwas muss ich da mal gucken. Irgendeinen Knopf, glaube ich, komme ich aus dem Ding drauf. So, wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, schaltet auch in wahrscheinlich 2 Tagen wieder rein für eine neue Folge. Bis dahin, Leute. Tschüss.